Hey Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Jetzt hatte ich gerade ganz kurz einen Denkaussetzer gehabt. Wir befinden uns ja gerade in unserem Garten unserer schicken Grundschule aus Großbritannien. Wenn wir mal in die Schule reingehen, sehen wir, wir haben zumindest hier kein Dach. Oder das ist tatsächlich Absicht. Schauen wir mal nach. Ist tatsächlich Absicht, dass wir hier in der Mitte kein Dach haben und hier sollen wir drunter durchgehen. Also alles okay und ich habe aus dem Workshop die vorhin jetzt gerade mal die ganzen Gebäude abonniert, dass sie hier auch gebaut wird. Und wir haben hier unsere schöne Landzunge, die wir hier haben. Die einmal, wir scrollen einfach mal raus. Diese Landzunge hier, die wird jetzt bewohnt, genauso wie hier vorne das Ganze bewohnt wird. So ist zumindest der Plan fürs Erste. Und dann haben wir hier auch schon mal unsere ersten Einwohner, die dann auch in das nächste Fußballspiel gehen können, welches am 16.12. stattfindet, also in 4 Tagen. Bei Chelsea kostet das Ganze 30 Euro. Oder was auch immer. Hier kostet es tatsächlich 35. Das Spiel wird gecancelt am 12. gegen Lakewood. Springwood, Lagfield, Springwood, Springwelly, Westdale. Haben wir zweimal gegen Springwood gespielt? Ja, zweimal gewonnen. Tja. Den können wir hier eigentlich auch ein bisschen teurer machen. Wobei, Pfund ist glaube ich ein bisschen, weiß nicht, ist er weniger wert als ein Euro? Weniger wert ist, kostet es immer 37 Euro. Ja, wir sagen jetzt einfach mal, der Pfund ist weniger wert als der Euro. Also kostet das Ganze hier 37, nicht mehr 35. Und die Parkplätze dazu muss ich noch kümmern. Ich muss noch neue Parkplätze suchen, damit ich auch diese Flächen hier ausfüllen kann. Die Stromversorgung steht im Moment nur, damit wir hier ein bisschen Strom in das Gebiet reinbekommen. Das sind übrigens auch zwei Gebiete, wie man hier ganz gut sehen kann. Und ich will einfach mal sagen, weil das hier schön an der Landzunge liegt. Taxways. Ja? Es tut mir leid, aber hier wird es teurer zu wohnen. Das ist Pech. Ich meine, vor allem wer hier hinten wohnt, ja? Das ist eine Aussicht, wenn man hier wohnt. Bitte, da kann man noch mal. Da kann man nochmal etwas mehr zahlen. Wie dem auch sei, was ist heute angedacht? Eigentlich ist angedacht, dass wir hier unser Gebiet vergrößern müssen. Wir brauchen noch einen Bahnhof hier in unserem Stadion. Ich glaube, ich habe soweit eigentlich nichts typisch Britisches, was Station angeht. Tramstationen gehen sowieso nicht vernünftig, beziehungsweise sie sind eigentlich nur ziemlich kleine. Genau, Station Italien ist eigentlich zu sehen, bauen könnten wir mit so eine Standard-Train-Station, aber die passt hier nicht hin. Die italienische würde auch nicht hierhin passen. Die Tramstation zwar schon, aber wenn die auch längere Züge anhalten, dann passt das wiederum hier nicht ganz rein. Heißt also, wir müssen an dieser Stelle mal gucken, was wir hier da noch für Bahnhöfe aus dem Workshop finden. Und dann können wir das Ganze hier connecten. Was wir auch noch nicht benutzt haben, ist zum Beispiel die Bahn. Die könnte man natürlich noch verwenden. Hier vorne zum Beispiel oder hier hinten. Aber wie ihr seht, was Nahverkehr angeht, ist bei uns alles ziemlich tutti. Außer hier hinten, was bei den Italienern ist. Hier ist noch nicht alles tutti, aber dafür ist es trotzdem schön. Wir können hier auch, jetzt, wo wir gerade mal hier sind, ein bisschen Landschaftsverschönerei reinmachen. Wir wollen immer Small Beach. Und dann, wobei, das ist jetzt, jetzt bauten wir sie quasi direkt aneinander. Das will ich eigentlich nämlich auch nicht. Sagen wir mal, dass er mir, komm, machen wir ein bisschen größer, dass er hier ein paar, hier mal ein paar Bäume hinpflanzt. Auch hier in die Gärten bitte rein. Damit wir das Ganze hier ein bisschen aufgegrünt haben. Wo das Ganze einfach etwas schöner aussieht. Das können wir auch ganz hier vorne noch rein. Bis zur Autobahn. So. Dann sieht das Ganze hier jetzt ein bisschen schöner aus. Die haben hier noch ein bisschen Noise Cancelling durch die Büsche. Ja, wird abgehalten. Man kann drüber gucken. Man kann hier unten schön in den Vorgarten reingehen. Güterzüge fahren hier, glaube ich, nur trotzdem relativ wenige.
Hier die Verkehrssituation ist natürlich brutal. Da würde es sich eigentlich fast schon anbieten, wenn man hier anstatt zwei Bahnübergänge zwei Brücken hinbaut. Damit das Ganze. Das ist eine neue Straße. Das ist eine neue Straße, die es hier gibt. Cool. Ja, aber gleich eine neue Straße. Sie müssten eigentlich schon fast mal aussetzen. Ansonsten gibt es keine neue Straße. Damit kriege ich zwar in die eine Richtung, eine in die andere. Das sind coole Straßen, die kenne ich sogar tatsächlich. Durchaus noch sinnvoll verwendbar. Aber wir müssen jetzt hier erstmal rüber. Gut, gehen wir hier mal um 7 hoch. Und dann müssen wir hier wieder um. Gut. Nee, ich muss das. Tut mir leid, Freunde, aber ich muss das hier symmetrisch haben. Ich muss hier um 7 wieder runter. Also bei der Distanz 7. Und dann kommen wir hier rein. Selbiges machen wir auch einmal hier hinten. Weil das ist sonst einfach zu viel Verkehr. Auch wenn hier tatsächlich nicht so viel Verkehr ist, ist das dann doch eine recht wichtige Route für alle. Vor allem auch für die LKWs, die hier in das Gewerbegebiet rein müssen, wie man hier sieht. Das sind die Traktoren hier, die hier sind. Ist das auch durchaus eine wichtige Route, auch das ist vor allem auch, glaube ich, die primäre Anschlussroute für dieses Wohngebiet. Da können wir natürlich noch hier unten rumfahren, aber das ist eigentlich das primäre, wo man hier ins Wohngebiet reinkommt. Und da müssen wir mal ein bisschen für Entlastung sorgen. Heißt zwar erstmal mehr Verkehrsauffluss, weil sich das Ganze aufgestaut hat. Im Verlauf dürfte das aber weniger werden. Das hier vorne, das ist so eine Sache, wie wir das am besten lösen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Ahnung. Man könnte auch wieder eine Brücke hier hinten hinbauen. Aber dann staut sich hier vorne wieder alles. Das ist irgendwie nicht ganz optimiert, diese Hauptverbindungsstraße. Hier rein, irgendwie müsste ich quasi die ganzen Parkplätze hier wegnehmen, die Straße hier durchführen und dann Abfahrten davon machen, so wie wir es hier getan haben. Was auch sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich. Also man kommt hier nur am Anfang und am Ende rauf und runter. Das ist ziemlich praktisch, weil so ist tatsächlich alles, was hier unten lang viel fährt, dann auch hier unten lang. Alles, was hier oben lang viel fährt, hier rüber. Das ist verkehrstechnisch sehr gut gelöst von uns. So, jetzt aber zurück zum Stadion. Was wir hier brauchen, ist definitiv erstmal eine Polizeistation. Und wir haben bestimmt eine britische da. Genau, UK Police Station. Die kommt. Wir packen die mal. Wo könnte man die denn gut hinbauen? Irgendwas, wo war ich. Ist das tatsächlich das Problem, dass das hier so ein Rundkurs ist? Eigentlich müsste das. Ja, packen wir. Pack's einfach mal hier vorne dran. Dann haben wir die UK Firehouse. Das ist also hier UK Fire Station. Okay, dann muss die auf die Seite. Dann müssen die mal ganz kurz Seiten tauschen. Dann kommst du hier hin, weil du nicht ganz so viel Platz wegnimmst. Und du gehst darüber. Ich habe jetzt. Ah, tatsächlich. UK Police, hier habe ich schon. UK Police. Perfekt, perfekt, perfekt. Und UK Fire Engines. Das heißt, wir haben uns zumindest schon mal das Problem hier gelöst. Den hier ist zu teuer. Dann sind wir so gnädig. Nehmen wir Taxation wieder runter. Ist okay. Ist okay. Aber UK Medical brauchen wir hier dringend noch. Medical Healthcare. Bauen wir das jetzt so. Passt hier perfekt rein. Also bauen wir es auch da perfekt hin. Ich würde einfach mal so sagen, haben wir das Ganze hier ein bisschen aufgerüstet. Es werden noch immer mehr. Das ist sehr gut. Was wir allerdings noch brauchen, ist ein Gebiet mit Pubs. Und was eignet sich dafür besser als ein Fußballstadion? Jetzt können wir aber nur mal kurz gucken. Was haben wir denn hier so an Parking-Möglichkeiten? Was wir hier reinpassen würde, das würde hier reinpassen. Dann nehmen wir die hier einfach normal mit ein paar Parkplätze. Genau, da war ja was. Da passt hier etwas nicht ganz perfekt hin. Das heißt, die verschieben wir nochmal, dass wir hier in der Mitte dann die 3x3 frei haben. Und dann, was könnte man hier hinsetzen? Ein
Park würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Also wenn ich wie ein Pier Sinn ergeben würde. Aber sonst was 3x3-mäßiges haben wir hier auch nicht. Okay, wir hätten das Kleine zur Verfügung, aber das ist auch irgendwie nicht das, was ich ja... Ach, Parkplatz gibt es auch noch. Passt. Perfekt. Eine schöne kleine Raststätte. Vor allem die, die mal schnell auf die Toilette müssen, wir gehen mal drum herum. Das Einzige, was in diesem Parkplatz nicht mag, sind die ganzen Einkaufswägen. Sache ist, da werden wir an dieser Stelle tatsächlich aber für, das ist kein Wasser, ja. Ist okay. Bekommst du. Kommt Wasser. Von hier nach hier. Warte, das kann ich eben kurz wegnehmen. Dann bauen wir das Ganze hier neu. Und einmal hier. Und hier rein. So, haben wir Wasserversorgung. Was jetzt hier nämlich hinkommt, ist dieses Gebiet hier. Das will ich lauter Pubs machen. Und weil Pubs gehören halt zu einem Fußballstadion mit dazu. Das ist wichtig, dass wir das haben. Wir schauen mal nach. Die Pubs nehmen alle nur Zweier weg. Das heißt, wir können tatsächlich eine ganze Menge Pubs hinsetzen. Wir brauchen dafür auch nur 6. Und die Stromleitung muss weg. Dann haben wir hier quasi eine Straße voller Pubs. Das hier die Pappstraße. Das führen wir hier rein. Und dann gibt es hier einfach Pubs en masse. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Ich muss gerade Einbahnstraßen. Das ist ja gar nicht was. Das wollte ich ja gar nicht. Müssen wir mal ganz kurz umändern hier. Kann ja nicht angehen, dass wir hier Einbahnstraße haben, auch wenn es eine Pappstraße ist. So haben wir hier noch Pubs. Dann haben wir ebenfalls an dieser Stelle welche. Weil wir Stress jetzt als wir das online gebaut haben. Das heißt, wir haben an dieser Stelle welche. An dieser Stelle. Das hier sind schon mehr so die Pubs für die. Für die Einwohner, nicht für die Fußballfans. Aber wir haben eine ganze Menge Pubgassen. Können wir auch mit Wegen verbinden. Und wir müssen. Weg und das Ganze muss hier weg, weil ich brauche das nämlich das Gebiet zum Zonen. So, das brauchen wir sowieso nicht mehr, das können wir uns jetzt hier vorne schon anschließen. Müsste passen, meckert zumindest nicht rum. Perfekt, also können wir das Ganze hier schon mal, das Ganze schon mal ausweisen. Hier sind wir jetzt ein weiter sind wir hier drin, weil die Straße hier, nicht die, sondern die hier. Und jetzt brauchen wir die Wege. Und die gehen einmal hier komplett entlang. So, hier für alle, die zum Pubs wollen. Wir machen einfach nochmal hier zwischen welche. Ich muss nur nochmal diese Lückenfüller nehmen, weil das Überpainten ist bei den Teilen nicht ganz so cool. Weil da verändert man tatsächlich nämlich die Nachbarschaft mit. Beziehungsweise, Dinger hier und das will ich nicht. Also die werden hier übermalt und das ist nicht cool. Deswegen lassen wir das Ganze. So, was den Garden Park angeht, kann ich ja zumindest nochmal das Theme reinnehmen, dass wir hier Tourist Shops Pubs haben. Wenn es gerade mega komisch angehört hat, dann kommt hinten das riesige Einkaufsgebiet hin. Die Gebäude dafür, aber schauen wir nach. Haben wir schon teilweise? Oder mehr als nur teilweise? Schauen wir mal. Ne, Stufe 6 kann es doch nicht sein. Das wäre auch ein bisschen too much. Stufe 3, was ist denn das hier? Helikopterpark? Das ist neu. Das ist neu, das ist durch das DLC. Aber wir haben hier nichts. Haben wir echt? Hä, ich dachte, ich habe mehr. Was ist denn das hier? City Hall? Mhm. Ja, wir haben noch den Big Ben. Den wollte ich aber auf die andere Seite stellen, aber sogar zweimal. Aber habe ich echt? Gehen wir mal in Ricos rein. Ah, hier haben wir sie. Ja, also haben wir alles. Ansonsten habe ich in Ricos nichts drin, ne? Wer würde mich auch wundern, wenn ich auf einmal irgendwas drin hätte, was ich vorher nicht gedacht habe. UK Hotel Travel Dash. Das könnten wir.
Und es kostet 150.000. Holy moly. Das würde ich aber tatsächlich irgendwie hier vorne hinstellen. Wenn wir das Geld denn hätten. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn wir hier diesen Radiosender hören, ich habe das Gefühl, wir hören was Neues. Jedes Mal. Okay, jetzt muss man natürlich zugeben, jetzt passt das ja nicht ganz. Mit der, wobei, das kriegen wir hier noch rein, das ist schön. Das kriegen wir hier nicht mehr schön hin. Also geht's hier rein. Und den ziehen wir hier mal bis hier schon mal raus und führen diese Straße in den hier rein. So, dann könnte man noch... Ja, nee, das passt nicht ganz. Kriegen wir... Was haben wir hier für einen Winkel? Kein schön. Aber man könnte jetzt auch so reingehen. Aber wir werden mal schauen, wie sich das Ganze hier aussieht dann. Aber erstmal sieht das Ganze so aus. Dann haben wir zumindest schon mal dieses Gebiet hier weitergebaut. Und wir können das Ganze ausweisen. Nehmen wir bis hierhin. Dann muss auch die Stromleitung hier erstmal wieder weg. Weil wir das Gebiet hier zwischen ausfüllen. Wir füllen das Gebiet hier aus. Bis wir gehen erst hier vorne ran. Wer sonst hier wohnt, wird einfach rausgeschmissen. Da kenne ich keine Gnade. Wir brauchen hier definitiv ein neues Wohngebiet. So. Und das Ganze machen wir hier mal kurz aus. Bis hier vorne. Jetzt ist das Gebiet ja noch eingeschlossen. Das können wir kurz schnell ausmalen. Das ist ja keine große Sache. Die Parks, die müssen nicht unbedingt drin liegen. Genau, und hier können wir... was haben wir noch für Themen? Weißt, haben wir irgendwas, was zusammenpasst? Wir haben so... Wir haben Detached House, Semi-Detached House. Terrace Housing könnte man hier hinsetzen. Weil die haben wir ja. Semi-Detached, die haben wir auch hier. Hier haben wir die Detached. Die Semi-Detached und die wollte ich auseinander trennen. Was wir hier machen können, ist aber... Das... nee, wir können... Wir machen das nicht ganz so wie angedacht. Wir nehmen das von dieser Seite hier, an dieser Stelle. Wir machen das hier mal dicht. So, und dann kommt im Garden Park kommt zusätzlich noch das Terrace Housing. Und in Linden Square kommt das Semi-Detached. Könnte man, wir könnten noch, um das Gebiet hier auszufüllen, aber an dieser Stelle haben wir hier keinen Strom, das weiß ich, aber um das Gebiet hier auszufüllen könnten, war das Ganze hier nochmal bauen. Weil jetzt gehen wir hier eins zu einer rein, wir können trotzdem mal gucken, ob sie vielleicht was bauen. Jetzt haben wir erstmal hier Strombeschwerden en masse. Habe ich zufällig einen Ort, an dem ich, ja, ich könnte einfach mal... Wir gehen einfach mal draußen rum. Bis hier hin. So, das war jetzt ein längerer Weg für den Strom, aber vor allem, wir produzieren ja noch genug und jetzt ist eigentlich. Es ist eigentlich nur noch abwarten, bis hier vorne Pubs gebaut werden. Und wir schauen mal. Jawohl. Ich würde aber sagen, die Folge ist zu Ende. Ja, dann gehen wir zurück in die Ego-Perspektive bei dieser Pokémon-Musik. Dazu müssen wir erstmal den Berg hier hochklettern. Und dann würde ich auch einfach mal sagen, wir gehen über die Straßen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde es auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, Bürgermeister Sven ist raus. Haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.